Ladies und Gentlemen, wir spielen eine Runde Wipeout für die PS4. Wipeout Omega Collection kam vor einer Woche, glaube ich, schon raus, aber ich habe jetzt erst Zeit, die ganze Sache ein bisschen anzuspielen, weil ich keine Zeit hatte wegen der E3. Nichtsdestotrotz, ich bin übelster Wipeout-Fan gewesen, damals auf der PS3. Und die ganze Geschichte ist ja ein Remaster von Wipeout HD, welches auf der PS3 rauskam, erweitert mit Wipeout 2048, welches für PS Vita rauskam, und dem Fury Update. Das heißt, wir haben einfach ein übelst krasses Wipeout-Pack mit irgendwie 80 Strecken und 900 Fahrzeugen. Bisschen übertrieben, es ist nicht so viel, aber es ist schon ordentlich. Und ja, ich kann kein komplettes Let's Play hierzu machen. Einerseits, weil ich zu viele Projekte hätte, andererseits, weil es kaum wer schauen würde. Aber ich möchte zumindest ein Video dazu machen, weil ich dieses Spiel übelst, übelst toll finde. Und ich muss meiner Pflicht nachkommen, als übelster Wipeout-Fan hier zumindest ein bisschen was zu zeigen. Und ich habe schon mal ein bisschen angespielt, um einfach ein bisschen reinzukommen. Nichtsdestotrotz, wir steigen einfach mal ein und wir nehmen den Standard. Standard, weil wir Standard sind. Ich bin der übelste Standard. Also ich bin niemand, der jetzt Maßstäbe setzt, sondern ich bin einfach nur der übelst unterweltliche Standard, den man so sein kann. Egal. Wie man schon sieht, sieht schon ziemlich nice aus, besonders im Vergleich zur PS Vita-Version. Und das sind jetzt die PS Vita-Strecken auf die PS4 geportet und einfach übelst aufgegeilt. Und das sieht man. Das sieht man halt wirklich, wirklich toll eigentlich. Und ich freue mich so, dass es existiert. Ich bin halt wirklich echt so ein Mega-Fan von so Future Race und so F-Zero und auch Fast RMX fand ich mega toll. Und dass jetzt Wipeout einfach existiert und das Ganze auch in 4K mit 60 Frames läuft, ist einfach so übelster crazy Shit, man. Das ist richtig, richtig toll. Jetzt auch als jemand, der auch einen 4K-Fernseher besitzt, ist das super nice. Also das Spiel sieht so toll aus einfach. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, was die aus so einem alten Spiel noch rausgeholt haben. Muss ich nur ein bisschen konzentrieren, dass ich ja, ein bisschen was reiße zumindest. So. Wäre voll schön, wenn ich zumindest in meiner Aufnahme gut fahren könnte. Ich meine, ich habe eben offline zweimal den ersten Platz geholt. Möchte ich gerne nochmal haben. So. Sehr gut. Nice. So, mit einer Sekunde Vorsprung durchs Ziel. Das ist doch schon was, das kann sich sehen lassen. Mal schauen, ob wir das halten können. Wie man auch hört, der Soundtrack ist übrigens mega gut. Leider haben es nicht alle Tracks aus Fury und Wipeout HD in dieses Spiel geschafft. Was ich sehr schade finde, weil es gab ein paar echt richtig, richtig geile Titel auf der PS3-Version. Und ich bin sehr traurig, dass wir das leider nicht mit hier rübernehmen konnten. Aber wir können die Musik ausmachen und einfach das Spotify-interne PlayStation nutzen. Nein, das PlayStation-interne Spotify nutzen. Das habe ich unter Umständen vielleicht auch schon ordentlich ausgenutzt. Aber ja. Wem der interne Soundtrack nicht gefällt, der kann in den Optionen einfach die Musik ausstellen und dann einfach Spotify drüber laufen lassen oder sonstige Musik hören. Nice. Perfect Lab. Das ist übrigens die unglaublichste Anfänger-Gummel-Version, die wir hier gerade fahren. Also das ist richtig langsam eigentlich. Und das geht noch wesentlich schneller und das geht noch wesentlich gefährlicher und ich bin wesentlich nicht mehr in Form, um euch das zu zeigen, aber zumindest ein bisschen Anfängerfahren kann ich machen, um euch einfach mal zu zeigen, wie unglaublich hübsch dieses Spiel ist. Und wenn ihr, ich kann es nochmal wiederholen, wenn ihr Bock auf ein Future Racer habt oder generell ein Racing-Spiel auf der PS4, was nicht Drive Club ist, kauft das hier. Es ist so toll, okay? Es ist großartig. Und wir brauchen einfach mehr Wipeout-Liebe. Sie sollen mehr Wipeout-Spiele machen. Und ich war echt traurig, als sie angekündigt haben, dass sie Studio Liverpool schließen, was halt das Wipeout-Studio war. Und
Ja, war sehr, sehr schade. Entsprechend, Sony, bitte, ihr seht das hier? Das ist voll geil. Macht davon mehr. Bringt Papa ein richtiges Wipeout, das für die PS4 zugeschnitten ist. Das würde ich so hart feiern, okay? Ich feiere das hier schon richtig hart. Aber ein Wipeout für die PS4, welches wirklich auch für die PS4 gemacht wurde, mit richtig geiler Future-Grafik, was hier nochmal einen draufsetzt, großartig. Übrigens seht ihr auch da unten einen Fotomodus, das heißt, wir können so ein bisschen, wie heißt es denn, Horizon Zero Dawn mäßig so ein kleines Fotodings machen und, das ist halt für Leute, die ein Auge für sowas haben, bestimmt voll toll, da ich sowas nicht wirklich habe. Meh, daher ja, geht so, kann man machen irgendwie. Ja, kann man hier noch irgendwelche coolen Effekte machen? Nö. Oder? Nee, Tiefenschärfe, Verschlusszeit, bip-di-bap-bup, nö, okay. Schade, aber ja, theoretisch. Gutes Bild. Könnte man jetzt so als Thumbnail vielleicht. Oh, wow. Okay, das ist ziemlich. Oh, das ist nice. Das ist doch nice. Aber gut, genug Fotomodus rumgequatscht. Gehen wir mal ein Rennen weiter. Ja, was haben wir denn hier? Queen's Mall. Schauen wir mal rein. Bleiben wir bei dem, das ist schön sauber und knackig. Finde ich eigentlich ganz gut. Los geht's. Wow, okay. Wasser Kram. Es gibt übrigens auch Items, die wir einsetzen können, wie wir jetzt lernen. Hat er leider mein Item eingesammelt. Aber jetzt geht das Rennen halt auch richtig los. Das war jetzt einmal so zum Eingewöhnen kurz. Damit wir an die Steuerung kommen und jetzt ist Krieg auf der Rennstrecke. Also wer dachte, das wäre nur pures Fahren, der ist leider raus. Das ist nämlich richtig mit Waffen und allem drum und dran. So. Ach, ich hab schon. Okay, ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich nichts bekomme. Ihr könnt übrigens, wenn ihr auf Kreis drückt, die Waffen absorbieren und so Energie zurückbekommen. Weil jedes Mal, wenn ihr gegen eine Wand kracht, verliert ihr Energie. Das ist prinzipiell ein bisschen nicht so geil. Daher einfach mal absorbieren und einfach mal drüber freuen, dass wir die Möglichkeit haben, nicht zu sterben. Und ich fahre den anderen anscheinend richtig krass davon, weil ich einfach 2 Sekunden Vorsprung habe. Das war jetzt nicht unbedingt geplant, aber es ist okay. Kann ich leben. Sehr gut. Letzte Runde. Da holen wir uns doch den Sieg auch noch. Ah, verdammt. Ist übrigens auch eines der Spiele für Leute, die gerne eine Challenge bei der Platin-Trophäe haben, weil wenn ich mich richtig erinnere, war die Platin-Trophäe in Wipeout HD damals auf der PS3 richtig hart schwer zu kriegen und es würde mich wenig wundern, wenn die in diesem Spiel jetzt einfacher zu bekommen ist. Entsprechend, falls ihr Bock habt auf ein schweres Spiel, das ist auf ein Spiel, wo halt die Platin-Trophäe euch nicht geschenkt wird, dann seid ihr bei dem hier genau richtig. Sehr gut. Ein weiterer Modus, den ich noch gerne zeigen möchte, welcher
ausschlaggebend eigentlich schon fast für Wipeout ist, sondern für Wipeout HD, ist Zone. Zone ist... ich zeige euch, was Zone ist. Zone ist großartig. Nehmen wir denn dafür mal... Ich glaube, wir nehmen mal Vinita K. Das passt schon. Wie ihr seht, wir haben nicht unbedingt die größte Auswahl an Schiffen hier in dieser Runde. Und wir haben vollstes Tempo, vollste Beschleunigung, vollstes Handling und vollstes Schild. Und... Oh, Kinder, haltet euch fest. Jetzt geht's nämlich richtig los. Das hier sieht schon ordentlich nice stylisch aus und man muss hier keinen Knopf drücken, denn das Ganze fährt von alleine und es wird immer schneller. Mit jedem Moment, der vergeht, wird dieses Schiff immer schneller und je länger man aushält, desto krasser wird die Umgebung. Und wenn man es schafft, eine komplette Runde nicht getroffen zu werden, bekommt man sogar ein bisschen Energie wieder, glaube ich. Das Ding ist, hier muss ich mich jetzt halt wirklich konzentrieren, ansonsten kacke ich halt einfach instant ab. Daher, falls ich plötzlich kurz mal ein bisschen ruhig bin, liegt es einfach nur daran, dass ich so ein bisschen... mich konzentrieren muss, um halt nicht komplett abzukacken. Andererseits, ich muss labern, weil das ist alles lizenzierte Musik, die man hier so hat. Und wenn YouTube merkt, oh, der Dude nutzt einfach lizenzierte Musik in seinen Videos, ohne dass wir was davon wissen, kommt die GEMA an meine Tür und erschießt mich einfach instant. Wir haben da leider gar keinen Chill und das fände ich sehr schade, wenn ich einfach vor meiner Tür wegen genutzter Musik erschossen werde. Daher hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Und das können wir umgehen, indem ich einfach permanent irgendeine Kacke rede. Oh Gott, und jetzt fängt es schon an. Oh Gott. Zone 10, clear. Habe ich noch irgendwas vergessen zu erwähnen? Ich überlege gerade. Das ganze Ding ist natürlich auch online spielbar. Das ganze Ding ist natürlich auch im Splitscreen spielbar sogar. Das heißt, falls ihr Bock habt, das mit einem Freund bei euch zu Hause zu spielen, könnt ihr das total tun, denn das ist einfach Splitscreen-Spiel. Das ist voll geil. Das gibt es halt heutzutage auch einfach gar nicht mehr, aber es hier geht. Ich überlege gerade, was gibt's noch? Habe ich noch vergessen. Aber das war es dann auch im großen Teil. Ich glaube nicht, dass sie... Also ich weiß nicht, ob sie jetzt noch irgendwelche mega geilen Neuerungen reingepackt haben. Ich war relativ blind, was die ganze Geschichte hier angeht. Ich wusste nur, es kommt. Ich habe einen Trailer dazu gesehen und wusste direkt, es wird ein Day One Buy. Und dann habe ich es mir halt auch gekauft. Und dann kam es und ich hatte noch keine wirkliche Zeit, es zu spielen. Aber wie gesagt, was ich gesehen habe, finde ich übelst geil. Ich glaube, mittlerweile kriegt man auch mit, wow, dass die ganze Geschichte so ein bisschen schneller geworden ist als noch am Anfang. Okay, jetzt hört's gleich auf. Ah. Shit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann nicht.
Aber ich glaube, ich habe es noch lange genug gezeigt. Ich glaube, ich würde nochmal gern irgendwie eine Strecke von Wipeout HD und dann noch irgendwie eine von Fury zeigen. Weil die haben eigentlich ganz, ganz coole Strecken und sind halt grafisch auch einfach übelst schön. Ah, Gott. Ich könnte übrigens auch nochmal mit kleinen Hintergrundinfos glänzen. Und zwar war der Zone-Modus eigentlich für die PS3 sehr, sehr, sehr viel krasser als das, was wir hier gerade haben. Das ist nicht nur einfach, dass es sich so ein bisschen farblich ändert und der Track selber so ein bisschen die Höhen des Songs widerspiegelt, sondern das war auch, dass wirklich die komplette Map am Bouncen ist und einfach übelst am Flackern und sowas, aber das haben sie halt rausgenommen, um epileptischen Anfällen vorzubeugen. Und wer auf YouTube danach sucht, könnte unter Umständen sogar noch ein Video davon finden, wie es damals aussah oder wie es damals geplant war eher. Und es war schon ziemlich geil, also das sah schon echt hart aus, was darüber kam. Und ich bin ein bisschen traurig, dass sie das nicht drin gelassen haben, also zumindest als optionale Möglichkeit, das anzumachen, wenn man einfach Bock drauf hat, sich richtige Flash-Aktion zu haben. Also das ist schon... Ist schade, aber es sah schon ziemlich geil aus. So, neuer Rekord, 58.000 Punkte, das ist okay. Für jemanden, der halt nie Zone spielt, ist das, glaube ich, schon ganz in Ordnung. Schauen wir nochmal. Zurück zu Menüs. So, dann gehen wir gerade mal einfach schnelle Runde, Tempoklasse. Nicht A, wir gehen mal B-Klasse. Wir gehen, ja doch, B-Klasse ist glaube ich in Ordnung. Ich kann ja auch nur die zwei. Ja, dann nehmen wir das doch nicht. Also so nicht. Gehen wir mal bei Wipeout HD. Uplift. Okay, da können wir noch gar nicht rein. Was haben wir denn? Wir haben Venita K und Anulfa Pass. Venita K haben wir eben gerade die ganze Zeit gesehen. Ich würde mal sagen, wir gucken es uns zumindest einmal mit Texturen an. Damit wir mal sehen, wie es denn aussieht, wenn es nicht in einem Club-Disco-Modus ist. Weil auch Venita K war damals echt visuell spektakulär, als ich es auf der PS3 gespielt habe. Mal schauen, wie es jetzt aussieht, weil das ist auch etwas komplett Neues für mich. Es blumt mich schon mal tot. Oh, die Texturen sind so krass auf diesem Gleiter. Es ist krass. Wahnsinn einfach. Wow, es ist jetzt voll langsam. Nachdem man einfach von der Dings kommt. Von der Zone, wo man einfach konstant schneller fährt, ist das hier gerade richtig langsam. Das ist richtig langsam. Geh mir aus dem Weg, Bruder. Ich habe keine Zeit für dich. Ey, das ist grafisch so hart. Das ist Wahnsinn. Ey, die haben das richtig aufgegeilt. Das ist unfassbar. Na toll. Das ist jetzt so eine Power, wo ich mich an einen anderen Gleiter dranhängen kann und der zieht mich dann im Grunde und ich saug ihm die Energie weg. Das Problem ist nur, ich habe niemanden mehr vor mir. Das ist jetzt natürlich doof gelaufen. Kann ich einen vorlassen? Komm, wir lassen mal einen vor. Komm schon, fahr mir vorbei. Fahr doch an mir vorbei, Bruder. Geht doch. So. Ein bisschen Action hier sehen. Genug Action. Das will ich gewinnen. Ah, sehr gefährlich. Richtig gemein könnte es natürlich werden, wenn sie jetzt noch mit so einem Erdbeben ankommen. Das sieht visuell eigentlich ganz cool aus, aber das wäre ein bisschen fies, wenn mich das jetzt trifft, so kurz vorm Ziel. Das wäre so die... Das Äquivalent zum blauen Panzer in diesem Spiel, das Erdbeben. Vielleicht sieht man es nochmal, weil ich wahrscheinlich mega kacke fahre.
Zurück zur Serie. So, jetzt haben wir freigeschaltet. Irgendwas Cooles. Zone haben wir eben schon gesehen. Schnelle Runde passt schon. Okay, wir haben jetzt einfach 7 Runden. Geht's euch gut? Nee, ich habe keine Zeit dafür. Wir machen 3 Runden. Was geht's? Pfizer! Vielleicht soll ich mal was anderes als Pfizer nehmen. Und wir hatten das Schiff. Dieses Schiff hatten wir jetzt erst einmal. Und es sieht so hübsch. Es sieht so hübsch aus, Mann. Es war auf der PS3 nicht so schön. So, es war niemals so krass detailliert, okay? Das ist Wahnsinn. Ah, okay, das ist Zeitrennen. Okay, ich verstehe. Oder? Ja, doch. Hey, die Musik ist so toll. Es ist Wahnsinn. Gebt mir doch einfach LSD. Warum tut ihr es nicht? LSD-Alkohol und dreht den Scheiß aufs Maximum, Mann. Los geht's. Das war, glaube ich, voll kacke, dass ich den Booster benutzt habe. Aber es ist ja auch nur zum Zeigen hier. Es ist ja nicht dazu da, dass ich mit meinen übelsten Wipeout-Skills glänze, sondern einfach nur so ein bisschen euch das Spiel zeige. Und übrigens, schon allein aus einem Grund ist dieses Spiel besser als Fast RMX, und das ist der Soundtrack. Der Soundtrack von Wipeout ist einfach so 100 Billiarden Mal geiler als der von Fast RMX. Und eigentlich ist der Soundtrack alleine auch der Grund, warum ich Fast RMX echt aufgehört habe zu spielen, weil ich diese generischen Club-Beats, die man sich von irgendwelchen Royalty-Free-Websites gedownloadet hat, echt nicht mehr hören kann. Und das hier ist einfach top, okay? Das ist Boss-Musik hier. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, wir schauen nochmal bei Fury rein. Und schauen mal, was da so abgeht. Blitzt. Impact. Nice. Wir nehmen... Unendlich? Ach, das ist Eliminator. Eliminator ist eigentlich im Grunde genommen nur, ihr habt Items und ballert euch gegenseitig tot und wer letztens gewinnt. Ist halt unspannend, finde ich. Weil ich voll schlecht darin bin, zeige ich es euch nicht. So, wir nehmen mal ein anderes, anderen Gleiter. Weil ich glaube, den hier habe ich auch mal genommen. AG Systems. Bam, badam. Bam, 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 badam. Das ist dann, glaube ich, auch das letzte Rennen. Danach würde ich das Video einfach beenden. Und dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel so haltet. Wenn ihr eine PS4 habt, ob ihr es euch gekauft habt. Vielleicht kann man das ja auch mal im Stream zusammenspielen. So, das wäre ja auch mal was definitiv angedacht werden könnte. Das wird zwar übelst kacke aussehen, weil Rennspiele in einem Stream zu spielen ist halt schon mutig. Aber ja, das wäre halt natürlich möglich. Es hat natürlich auch einen Online-Modus, einen ziemlich umfangreichen. Glaube ich. Ich sag das jetzt einfach mal. Sony lasst mich da nicht im Stich. Aber ja, das könnte, glaube ich... Es könnte cool werden. Fuck. Voll getroffen. Ich hatte dieses Schiff übrigens als besser in Erinnerung. Oh, du Picker, Alter. Mach dir einfach sein Schild an. You
Sehr gut. Letzte Runde. Oh, ich bin so schlecht. Ich kann so langsame Strecken nicht fahren. Das ist genau wie bei Mario Kart. Da kann ich auch die langsamen Runden nicht mehr fahren. Ich kann nur noch... Also entweder ist es halt richtig schnell oder ich sterbe einfach instant. Ich habe einfach einen Need for Speed. Boah! Sah übrigens interessant aus, muss ich sagen, das neue Need for Speed. Ich bin sehr gespannt. Okay. Dann würde ich sagen, das war mega gut. Ich finde dieses Spiel übelst toll. Kauft es euch. Ich kann es nur noch mal sagen, zum dritten Mal, kauft es euch, wenn ihr ein Spiel für die PS4 sucht, was ein bisschen Racing beinhaltet. Es ist einfach eins der besten Spiele für PS3 und es ist immer noch eins der besten Spiele für PS4. Läuft in 4K mit 60 Frames und sieht dabei übelst geil aus. Und ich bin so gehypt darauf, dass es existiert. Daher danke ich hier fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da und postet mal in die Kommentare, was ihr von Wipeout haltet. Und ob vielleicht Sony sich dazu erbarmen könnte, sollte, täte, müsste, weitere Wipeout-Spiele für die PS4 zu machen. Daher danke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.